Hä? Ach da. Nee. Hä? Hey, jetzt bin ich wieder draußen. Muss ich mich verarschen? Hä, hey, wo muss ich denn jetzt hier? Haben wir uns jetzt gerade ein bisschen verfranst oder wie? Ich muss da lang. Dann da lang. Ah, okay. Count Alde? Ich arbeite mit Meister Augustin. Ich bin wegen des Todessiegelprojekts hier. Man hat mir nicht von eurem Kommen berichtet, aber das werdet ihr euch anhören wollen. Elena, erzählt dem Jedi, was ihr mir erzählt habt. Ich habe in der Todessiegelforschungsanlage gearbeitet. Wir haben Routinetests durchgeführt, als plötzlich imperiale Truppen durch unsere Sicherheitstüren gebrochen sind. Sie hatten einen abscheulichen kleinen Mann dabei, einen Sith, glaube ich. Ja, erzählt mal. Die Leute erkennen einen Sith normalerweise auf den ersten Blick. Warum seid ihr so unsicher? Er war irgendwie anders. Hat kaum gesprochen. Er hat die Imperialen kämpfen lassen, bis der Jedi kam. Bevor irgendjemand wusste, was überhaupt geschieht, hat ein einziger Jedi alle imperialen Truppen ausgeschaltet. Meister Orges macht keine halben Sachen. Es tut mir leid, aber der Jedi hat nicht überlebt. Der Sith war zu stark. Erst ist er verschwunden und dann wieder aus den Schatten gesprungen. Er hat euren Freund überrascht und ihn von hinten erstochen. Es war schrecklich. Ein Assassine. Er war ein großer Jedi und hat mich viel gelehrt. Er war euer... Das wusste ich nicht. Als der Jedi fiel, rief der Sith Verstärkung herbei. Aber keine Imperialen, sondern Killix. Das sind intelligente, menschengroße Insekten, die im Untergrund leben. Fleischfresser, schreckliche Biester. Wie hat der Sith mit ihnen kommuniziert? Oh, sie sind ziemlich hochentwickelt. Das macht sie so gefährlich. Die Viecher sind nur so in die Anlage gestürmt und haben alle in Fetzen gerissen. Ich bin weggerannt. Ihr hättet nichts tun können. Dankt den Sternen, dass ihr überlebt habt und uns diese Nachricht überbringen konntet. Der Sith kontrolliert jetzt das Todessiegel. Wen könnte er als Ziel ausgewählt haben? Tja. Er muss nachher rankommen. So wie ich das sehe, können die Ziele nur aus direkter Nähe gewählt werden. Stimmt, aber dieser Sith, ich glaube, der kann überall hin, wohin er möchte. Win Organa organisiert Friedensgespräche mit den anderen Häusern. Vielleicht will der Sith... Okay, der Sith ist hier. Im Raum. Ist ja der Hammer. Ey, so eine Waffe will ich auch haben. Das war der Todessiegel-Laser. Er hat Count Alde getötet. Es ging so schnell. Ich habe die Gefahr nicht kommen sehen. Wir müssen hier raus. Es ist nicht sicher. Wir werden alle sterben. Der Count. Hier, ihr, Hände hoch. Nehmt ihnen die Waffen ab, Leute. Das Gebäude muss abgeriegelt werden. Wir haben ihn nicht getötet. Wir sind hier, um zu helfen. Rücken an die Wand und Hände hoch. Das ist die letzte Warnung. Seid ihr verrückt? Sie ist ein Jedi-Ritter. Wir haben nichts damit zu tun. Wir werden eure Identitäten und Alibis später überprüfen. Wenn es stimmt, was ihr sagt, werdet ihr freigelassen. Die Langstreckenkommunikation ist ausgefallen. Es kann Wochen dauern, bis die Sache geklärt ist. Aber ich verspreche euch eine faire Behandlung. Ich habe keine Zeit für sowas. Aus dem Weg. Das reicht. Schaltet sie aus. Ja, ist mir dann doch zu berufen. Keine Sorge. Thank you.
Hört auf zu kämpfen. Ihr könnt mich einsperren. Lasst nur den Jedi gehen. Das kann mich meinen Rang kosten, aber na gut. Ich lasse euch gegen euer Ehrenwort gehen. Diese Frau wird in sicherer Verwahrung bleiben, bis ihr wiederkommt. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Die Alternative wäre unerfreulich gewesen. Dessen bin ich mir bewusst. Ihr müsst das Todessiegel finden, bevor dieser Sith wieder jemanden tötet. Hier sind die Koordinaten der Forschungsanlage. Zumindest das, was übrig ist. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Seid vorsichtig, Jedi. Das hoffe ich auch. Ja, es ging ja. Obwohl der 28 ist, ging das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So. Wir müssen quasi dorthin. Dann porten wir uns da gleich mal hin und dann gucken wir mal, ob wir dorthin fahren können. Aber ich denke schon. So, wo ist denn jetzt hier? Hey, hier muss doch. Hier oben. Taxi, Taxi. Willkommen. Ich muss bitte mal wohin. Belagerungsmentalität. Durchsuche das Mensaf Militärlabor. Kriegen wir 18.000 EP. Naja, das ist nicht wirklich viel. In einer Stunde ist der Event. Nächste Event startet in einer Stunde, okay. So. Hier ist auch so ein komischer Handlungsbogen. Was ist das? Handlungsbogen. Und die Verstärkungstrupps? Die Langstreckenartillerie? Gibt es irgendeine Spur von ihnen? Die Lager sind verlassen, Sir. So, wo sind wir denn hin? Falsche Seite. Die stille Aue. Es ist schon ein schöner Planet hier, so mit übelst Bergen und so. Schon klar. Also müssen wir jetzt quasi dort rein vorne. Auch eigentlich für einer Seite. Was ich aber schon sehe, das sind Killik Bauwerke. Können wir? Ach nee, kommen wir nicht. Was wollen denn diese Killik hier? So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen quasi eigentlich in die Richtung dort. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, eigentlich mal hier oben lang fahren. Komm ich rein? Nee, ich komme nicht rein. Keine Sorge. Thank you.
So, sind wir 27. Was gab's denn für das Vieh? 3000. Na gut, das geht. Mit dem Gefährten im Rücken, wie der heilt, findest du auch mal hier locker 28er. Oh, 2000 gibt's für die Viecher. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss nach links. Geht. Ja, wie gesagt, mit dem Gefährten als Heiler im Rücken. Schön unten bleiben. Vor allem das C10 funktioniert auch jetzt, bin ich der Meinung, besser als früher. Aufgerissen. Gucken, was jetzt schon wieder los ist. Da steht auf jeden Fall jemand dahinter. Hey, lebt doch noch. Warum hast du so lange gebraucht? Meister Orgus. Es tut mir leid, Meister. Es waren keine Gleiter da. Das lasse ich gelten, aber nur dieses eine Mal. Ihr habt schon besser ausgesehen, Meister. Ist alles in Ordnung? Ich habe auch schon schlechter ausgesehen, Kira. Mir geht es gut. Der verdammte Sith hat mich fast umgebracht. Aber anders hätte ich Dr. Pavux nicht retten können. Der Feind hat uns hier zurückgelassen als Futter für die Killix. Es muss ziemlich hart gewesen sein, diesen Killik-Anführer zu erledigen. Das Ding war riesig. Ich hab gegen keinen... Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, Meister. Der große Killik, der die anderen angeführt hat. Hast du ihn nicht gesehen? Wenn das Ding uns frisst, bist du gefeuert.
Wie, da bin ich gefeuert.